Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skates Craft Blog. Wie ihr seht, ich habe euch mal den nervigsten Teil des Weges hier ein bisschen erspart. Und mir fällt gerade ein, wir kriegen so auch Strings, ne? Das macht es nochmal ein bisschen einfacher. Alles gut. Irgendwann finde ich was in irgendeiner Kiste. So. Also. Na, wir nehmen die ruhig alle mit hier. Das bringt uns definitiv weiter. So. Okay. Strings sind genügend am Start. Das heißt, ab jetzt, hallo Kuh, machen wir uns am besten auf dem, ja, wobei, gehen wir ruhig noch höher. Also wir sollten so weit wie oben sein. Ich weiß nicht, ab welcher Höhe es genau schneit. Aber ab irgendeiner schneit es. Lass mich kurz orientieren. Ah ja, hier geht immer... Hier wächst immer zu, ne? Deshalb sehe ich das dann nicht. So. So. Okay. Es wächst eh wieder alles nach. Außer der hier, der wächst nicht mehr nach. Naja, so ein paar kriegen wir nachhaltig gestutzt. Okay. Ja. Wir sind jetzt auf Höhe 176. Das sollte definitiv reichen für Schnee. Oh. Kann man das nicht zurückmachen? Quarz. Wartet mal. Ja, okay, so kann ich es zu solchem Quarz machen. Ist möglicherweise gar nicht so schlecht, wenn ich hier mal das Quarz mitnehme, ne? Ist zwar eigentlich nur Deko, aber ich glaube... Ich meine, wir sollten ja alles benutzen, was wir bekommen. Daraus können wir uns Quarz machen, was uns eventuell... Und vor allem, wir können uns eventuell schon Quarz... also vorher Quarz machen, bevor wir es eigentlich kriegen sollten. Mhm. Also meine Zusatz-Challenge ist es ja auch so ein bisschen, das Modpack zu abusen. Also Dinge zu finden, die eigentlich gar nicht gehen sollten. Da habe ich Bock drauf. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Okay. Ich denke mal, hier sind die Biome eh erstmal so gesetzt, dass sie möglichst, ja, wie soll ich sagen, dass sie möglichst, ist das ein funktionierender? Also, dass es hier halt nicht schneit. Ist das einer, der geht, oder ist das Deko? Ach, das ist der Decoration-Block. Naja, gut. Komm, ich werf den mal weg, sonst stört er mich. Dann muss ich kurz ein paar verschwenden, aber dafür können wir nämlich jetzt Slabs machen und das bringt uns am Ende mehr. Okay. F3. Und dann... Gut, das wird jetzt natürlich auch gleichzeitig eine riesige Spawn-Plattform. Für Mobs theoretisch.
Schadet wahrscheinlich nicht, immer wieder mal eine Fackel zu setzen. So, das sind Forest-Biomen. Ja, da schneit es natürlich auch nicht. Plains, nee. Was brauchen wir denn? Entweder ein Eisbiom oder vielleicht ein Extreme Hills Biom oder sowas. Extreme Hills ist, glaube ich, auch Schnee. Ja, und deshalb bin ich gar ganz oben. Also in einem Eisbiom wird es ja auch unten schneien. Aber mein Plan ist es ja, nach Möglichkeit ein Extreme Hills Biom zu finden. Oder gibt es hier Biomfinder oder so? Ein Brush. Okay, nö. Nee, gibt's nicht. Ja, ist halt die Frage, wie hier die Biome generiert sind und vor allem auch, wie groß die eingestellt sind, ne? Also wenn wir jetzt natürlich 1000 Blöcke in eine Richtung müssen für ein anderes Biom, dann ist das wieder problematisch. Weil hier ist sehr viel Plains, wenn wir ehrlich sind. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass hier alles Plains ist. Aber mit etwas Glück bekommen wir hier noch ein anderes Biom. Weil sonst wüsste ich gerade nicht spontan, wie wir an Schnee kommen. Außer mit dem Freezer, aber der ist ja viel aufwendiger. Viel, viel aufwendiger. Vielleicht bin ich auch einfach nur in die falsche Richtung jetzt. Das kann natürlich auch sein. Na, solange es Tag ist, würde ich sagen, wir setzen erstmal keine Fackeln. So kommen wir schneller voran. Immer noch Plains. Klein sind die Biome nicht. Schade. Ich frage mich auch, ob die Biome zufallsgeneriert sind. Direkt außerhalb der Insel oder ob die bis zu einem gewissen Umkreis vielleicht sogar vorgegeben sind, dass es eben keine solchen Biome gibt, die wir suchen. Also bis da drüben ist schon mal nichts. Ich habe gehofft, dass wir gleich was finden, aber irgendwie war es auch klar, dass wir es nicht tun, ne? Snow. Keine Ahnung, warum das hier angezeigt wird. Okay, das ist jetzt nicht so das Problem. Das ist schon nerviger. Das ist kein Problem. Liquid Starlight würden wir auch noch irgendwie hinkriegen. Aber dieses Metall hier, das ist wahrscheinlich wieder so ein... Ja, okay, das ist schon wieder ordentlich aufwendig. Starlight Transmutation und so weiter und so fort. Da wollte ich eigentlich erst hin, nachdem wir eine Infinite Source of Stone haben. Ja, gut. Ja, wo ging es denn hier nochmal runter? Kann man wahrscheinlich nicht craften, oder? Nee, man kann sie nur schwarz färben mit einer Dragon Scale, aber man kann keine Elytra craften. Damit wäre die Suche natürlich auch deutlich einfacher. Jetpacks oder sowas, glaube ich, gibt es auch nicht. Und wenn die technologisch noch so weit weg, dass wir da sowieso nicht gegen ankommen. Wir
können natürlich nochmal gucken, ob hier eventuell irgendwas für uns versteckt wurde. In irgendeinem Stockwerk. Aber ich vermute mal nicht. Gehen wir hier runter. Ah ne, da ist alles nur hier. Okay. Gut, dann weiter. Oder gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit, um Wasser gefrieren zu lassen? Vielleicht auch vom Botania. Botania kann ja sehr viel. Es gibt wahrscheinlich eine Blume, die das kann. Aber ich vermute mal, um die Blume zu machen, werden wir schon Schnee brauchen. Das ist der Punkt. Wo ist unser Lexikabotania? Schauen wir mal bei Functional Flora. Okay. Person, Clekonia, Daphomel. Was ist mit der? Ah, okay, damit kann man Enderman trappen. Okay. Nicht, nee, Functional. Nee, ich glaube, das ist keine hier, die das kann. Nee. Das ist wirklich, also, wow. Ich habe mit vielen Dingern gerechnet, die sich uns in den Weg stellen, aber Schnee habe ich bisher nicht wirklich gesehen. Okay, und damit könnten wir uns jetzt ein Seed kaufen, mit dem wir uns Strings anbauen können. Ja, eigentlich ist es sinnvoller, das so zu machen. Genau, eine Angel. Eine Angel. Drei, oder? Wie waren das? Drei und zwei, genau. So. Rune of Water, Angel und Sugarcane. Fishing Rod. Aha, komm. Dann haben wir nämlich die eine schon mal durch. Das ist eh ganz gut. So, die haben schon wieder aufgegessen. Krass. Wir haben ja noch ein bisschen Kohleüberschuss. Vier Blöcke kriegen wir definitiv wieder hin. So, meine Lieben. Hier, bitteschön. Vier Blöcke Kohle. So, also noch nicht ganz fertig, aber fast. Ja, es verbraucht kaum Mana. So. Dann haben wir die Rune of Earth und die Rune of Water. Earth, Water, dann eine White Wool und einen Cake. Rune of, genau, da kommt das rein. Ein Cake. Eine Wool noch, ne? Kommen wir auch direkt hier
reinpacken. Snow. Okay, die Farbe ist egal. Ah, Snow ist echt... Müssen wir wirklich einen Freezer bauen? Das ist die Frage. Müssen wir wirklich einen Freezer bauen? Oder probieren wir es nochmal? Ich würde fast vorschlagen, dass wir es einfach nochmal probieren. Vielleicht dann doch ein Schneebiom zu finden. Das könnte eine ganz gute Lösung sein, in meinen Augen zumindest. Gut, dann Quarz kommt da rein. Ach ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Katalyst? Können wir den eigentlich bauen? Bis auf die Perle. Blaze Rods. Blaze Rod. Ja, da muss ich auch irgendwie eine Blaze spawnen, so mit dem... Oh, ich glaube, das habt ihr mir gesagt, ne? At Botania. Es gab da so eine Botania-Variante, meine ich. Crafting Placeholder, das ist für diese Auto-Crafting-Box. Das ist die ganze Corporea-Geschichte, was ziemlich cool ist. Ein Tero-Tero-Busu. Ich weiß gar nicht mehr, was ein Tero-Tero-Busu macht. Ich glaube, der kann das Wetter steuern, oder? Mana-Infused String. Und eine Sonnenblume. Könnte man mal machen. Animated Torch. Weiß ich auch nicht. Mana-Lens-Flare. Nee. Was macht der? Weiß ich nicht. So, verschiedene Farben von Quarz. Ja, man braucht halt immer diesen Katalysten. Terrastil. Das habe ich noch nie benutzt. Aber ich meine, ihr hattet schon recht, ne? Es gab da schon von Botania irgend so eine... Irgend so eine Möglichkeit, Blaze zu spawnen. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ärgerlich. Oder es wurde rausgenommen. Das kann natürlich auch sein. Und man darf nie vergessen, dass Modpacks nicht immer alle Sachen beinhalten, die die eigentliche Mod beinhaltet. Live im Viewer habe ich auch noch nie gebaut. Ja. Damit ist das nur so halb fertig. Ja, das stört mich jetzt ein bisschen. Weil wir könnten eine richtig coole Cleanstone Farm bauen, wenn wir diese Rune of Winter bekommen. Ich glaube, das hier sollten wir auch irgendwo auslagern. Am besten sogar eine extra Kiste. So, und die stellen wir dann genau hier drauf. Ne? Dann passt das auch mit dem Feld. Das braucht noch, um zu wachsen. Die essen noch. Gut, dann machen wir uns mal noch ein paar Erze. Aber es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Hier. Gut, es ist nicht schwierig. Es ist halt immer die Frage, wie geht man da dran, voranzukommen. Ach ja, da oben ist immer noch das Gold, ne? Ich bevorzuge halt die Variante... So wie ich will. Und nicht so wie das Modpack mir das sagt. So. So. Ansonsten können wir ja trotzdem schon mal ein Lightwell bauen. Jawohl, Dias sind da. Zweimal Dias. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir schon mal relativ gut, was ich hier sehe. Das gefällt mir schon mal recht gut. Entschuldigung. Was tun Sie hier? Ich glaube, es hackt.
Frechheit ist das. Eine Frechheit. Haben wir eigentlich noch 1, 2, 3, 4, 5 Dirt? Ich weiß gar nicht, warum da ein Loch ist. 3 Dirt haben wir noch. Na, besser als nichts. So. Also, eine Light Well. Runed Marble, Chiseled Marble. Wir haben Marble, das ist gut. So, wie ging der ganze Spaß jetzt hier? Das sind die. Schauen wir mal. Runed Marble. Chiseled Marble. Okay. So. Ah, nee, so. Und so. Okay. Damit hätten wir das, zwei Aquamarine oder so, glaube ich, waren es. Und ein Rock Crystal. So, dann gehen wir zu unserem Starlight Crafting Table. Unseren Resonating Wand haben wir dabei. So. Der steht doch da noch, oder? Ja, perfekt. Und dann sagen wir, ich hätte gerne einen Light Well. Zack. Reicht vielleicht sogar Sternenlicht schon? Sehr gut. Und da ist er. Und dann stellen wir den auch direkt hier neben, würde ich sagen. Dann kann sich hier schon mal ein bisschen Sternenlicht sammeln. So. Dann machen wir. So, weil das werden wir definitiv noch brauchen. Und wir kommen auch um die Infusion auch gar nicht rum. Wenn wir ehrlich sind. Das heißt, Add Astral Sorcery. Wir brauchen Astral. Wir brauchen die Lens, weil das hier können wir noch nicht machen. Oder doch? Was spricht eigentlich dagegen, das hier zu machen? Stardust, ne? Weil Stardust bekommen wir durch Star Metal Ore, welches wir definitiv nicht durch die Erze bekommen, das haben wir schon festgestellt, sondern durch Starlight Transmutation. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal zumindest die Linsen. Und für die brauchen wir dieses Rezept erstmal. Das ist noch zu fortgeschritten, genau. 4 Glass Paints und ein Aquamarin. Okay, wie sieht's aus mit Sand und Glas? 8, machen wir 16. Zack. Das Aquamarine, brauchen wir eh ein paar mehr. So, lassen wir mal 2 gleichzeitig braten hier. Ich brauche für Paints halt insgesamt 6 Glas. Ne? Haben wir gar kein Glas mehr? Das ist ein bisschen sad. Oh, das Sugarcane wächst auch in Zeitlupe. Ah. So. 16 Glas und damit gehen wir zu unserem Sternenlichtcrafter. Ja, den Kristall. Oh nee, ist gar kein Enderman. Ich dachte, da wäre ein Enderman drin gewesen. Dann hätte ich zugeschlagen, aber so. Nee.
Okay. Das da vorne ist geclaimed, oder? Ja, ist es. War's schon kaputt? Oha. Zack, zack. Zack. Eins. Zwei. Er macht zwei auf einmal, das ist schon mal schön. So. Ob der diesmal länger hält? Ja, wir werden sehen. Okay. Reicht das schon? Nee, ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Ist nicht sogar ganz voll, nur ein Bucket? Das kann sein, ne? Passt gar nicht so viel rein. So. Nur der Kristall sollte, oder der Aquamarin sollte in Zukunft hoffentlich ein bisschen länger halten. Damit haben wir die Linsen. Und damit... Ah, wait. Wait. Das bringt uns noch gar nichts. Weil wir den Crafting-Altar brauchen. Okay. Salad Bucket haben wir. Ein Rock Crystal, 4 Pillar und 2 Chiseled. Das kriegen wir hin. 4 Pillar, 2 Chiseled und ein Rock Crystal. Okay. Ah, diesmal jetzt mal ein bisschen länger, das ist gut. Also Rock Crystal, Pillar. Chiseled. Und jetzt warten wir nur noch auf einen Eimer aus dem Lightwell, der unser wunderschönes Sternenlicht. Wir müssen aufpassen, dass hier nicht, ne? Unser wunderschönes Sternenlicht sammelt. Gut. Oh Gott, wir sind eh schon wieder bei 27 Minuten. Ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.